Klaus von technophil.de mit dem Huawei Y625. Essend ist ja jetzt weggefallen bei der Serienbezeichnung. Hier haben wir ein relativ preiswertes Gerät, was so knapp über der Einstiegsklasse, dem Y3, liegt. Für ganze 129 Euro bekommt man einen 5-Zöller mit einer Quad-Core-CPU drin. Das ist das Snapdragon 200, genauer gesagt der MSM8212 mit 1,2 GHz. Dazu haben wir eine 8-Megapixel-Kamera hier auf der Rückseite, den Hauptshooter, unterstützt durch einen LED-Blitz wie üblich. Auf der Vorderseite eine 2-Megapixel-Selfie-Kamera und 1 GB RAM, 4 GB Flash-Speicher und einen 2000 mAh Akku, den man auch wechseln kann. Das Gerät wird mit Android 4.4 KitKat ausgeliefert. Ob es hier noch ein Update geben wird, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht im Klaren. Emotion UI 2.3 Lite ist drauf, also die stark abgespeckte Variante von Emotion UI, die aus meiner Sicht gerade die Sachen, die mir persönlich nicht so gefallen, wie diesen Launcher ohne App Drawer, beinhalten, aber leider nicht Berechtigungsmanager und die ganzen interessanten Zusatzfunktionen, die bei Emotion UI 3.0 zum Beispiel dabei sind. Auch wenn ich jetzt hier eine Dual-SIM-Variante für das Hands-on-Video habe, soll für Deutschland nur eine Single-SIM-Variante kommen. Nur das kleinste Modell Y3, sagt man mir, wird hier als Dual-SIM angeboten werden. Das Display löst mit ganzen 480x854 Pixeln auf, also relativ wenig für so einen großen Bildschirm. Wirkt auf den ersten Blick aber von den Farben her ganz gut. Allerdings sind die Blickwinkel nicht gerade überragend. Wenn wir hier so ein bisschen von unten drauf gucken, verblasst auch schon der ganze Farbumfang sehr stark. Und von oben ist das nochmal ein Stückchen stärker. Immerhin, man muss schon sehr spitz drauf gucken, damit es dann beim Ablesen ein bisschen schwierig wird. Also für den alltäglichen Gebrauch vielleicht nicht so wild. Aber man sieht schon, dass es ein preiswertes Gerät ist. Auf der Rückseite haben wir jetzt hier dieses neue Muster, was wir bei den Huawei-Modellen, bei den neuen Y-Modellen überall vorfinden. So ein bisschen wie eine Stoffstruktur. Kleinen Kamerahubbel, das ist nochmal ein klein bisschen erhöht. Aber das fühlt sich insgesamt eigentlich ganz angenehm an. Ist, wie gesagt, durch die Strukturierung auch nicht sonderlich rutschig. Ist, denke ich mal, eine nette Idee und Acer hatte letztendlich genau die gleiche Idee. Geht auch so Richtung Textilmuster. Soweit von meinem Hands-on vom Huawei Y625 auf dem Mobile World Congress. Für 129 Euro soll das demnächst in die Läden kommen. Ich denke mal, für Einsteiger vielleicht ein ganz interessantes Gerät, wobei man da teilweise schon für ähnliche Preise auch Geräte mit HD-Display bekommt. Da wird sich mal zeigen, wie sich der Preis dann noch letztendlich im Laden entwickelt und wie interessant das dann wird. Bis dann, euer Klaus von technophil.de.